Es wird wieder Zeit für einen Newsflash, meine Lieben. Ich habe einen Haufen hochinteressanter Infos für euch. Also macht es euch gemütlich. Ich möchte mir heute mit euch die Geburt und den Tod von Raketen anschauen. Und wieder sorgt Blue Origin für Kopfschütteln in der Community. Sie haben eine Beschwerde bei der US-Telekommunikationsbehörde gegen SpaceX's Vorhaben, eine Megakonstellation zu erstellen, eingelegt. Aber es gibt auch andere Neuigkeiten um Blue Origin. Es wurde ein Blue Origin Prototyp auf ihrem Testgelände gesichtet. Worum es sich dabei handelt, erkläre ich euch heute. Ihre New Shepard 17 Mission lassen wir heute außen vor. Ich fand sie nicht so spannend. Dann habe ich noch Neuigkeiten zu einigen Startups. Darunter Astra mit meinem Raumfahrt-Highlight des gesamten Jahres, ESA Aerospace, Firefly und Relativity. Aber auch ULA hat mit einer Nachricht für Furore gesorgt. Ich habe am Ende noch eine coole Ankündigung, also unbedingt dranbleiben. Abonniere jetzt Mars Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Und lass dem Video gerne einen Daumen hoch da. Das zeigt dem Algorithmus, dass dir das Video gefällt und es wird öfter vorgeschlagen. Jedes Like und jedes Abo zählt und hilft enorm. Danke euch allen für euren unglaublichen Support. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wir beginnen gleich mal bei meinem Lieblings-Micro-Launcher Rocket Lab. In einem fast 10-minütigen Video gibt uns der Gründer und CEO Peter Beck Anfang August eine Tour durch ihre Produktionshallen und das Test- bzw. Startgelände. Die Werkshalle erinnert stark an SpaceX, nur dass die Raketen kleiner und schwarz sind. Sie sind mittlerweile in der Lage, alle 20 Tage eine Rakete vom Band zu rollen. An dem einen Ende der Anlage kommen die Rohstoffe an, am anderen Ende die fix und fertige Rakete heraus. Sie verfolgen eine ähnliche Philosophie wie SpaceX. Vertikale Integration wird großgeschrieben. Das bedeutet, dass sie versuchen, jede Komponente der Rakete selbst herzustellen. Angefangen bei den Tanks, der Flugelektronik, über Software und alle anderen Prozesse. Bis hin zum Test- und Startgelände. Sie haben zwei eigene Startplätze auf der Mahia-Halbinsel in Neuseeland und einen Startplatz in Wallops, Virginia. Letzterer wurde allerdings noch nicht verwendet. Durch diese starke vertikale Integration sind sie extrem flexibel, was Test- und Startprozesse angeht. Rocket Lab wird auch von der NASA sehr ernst genommen. Sie wurden bereits mit der Capstone-Mission betraut. Dabei sollen sie einen Forschungssatelliten in einen Mondorbit schießen. Dabei wird zunächst die Nutzlast mit der bereits operativen Rakete Electron in einen niedrigen Erdorbit gebracht werden. Ab dort übernimmt die Oberstufe Photon. Sie stehen auch mittlerweile kurz vor dem Durchbruch in der Wiederverwendbarkeit von Raketen. Ihre Electron wird noch recht umständlich mit Fallschirmen zur Erde zurückgebracht und wird mit Hubschraubern aus der Luft gefangen. Sie haben bereits erfolgreiche Tests dazu durchgeführt. Die nächste Evolutionsstufe ihrer Rakete ist aber die Neutron. Diese soll Menschen befördern können. Aber sie soll auch vollständig wiederverwendbar sein. Mit 8 Tonnen Nutzlast in einem niedrigen Erdorbit siedelt sich diese Rakete im Mittellastsektor des Raketenmarktes an. Auf ihrer Webseite geben sie aber auch an, dass sie 1,5 Tonnen zum Mars oder zur Venus schießen können. Durch die Wiederverwendung werden sie in Zukunft viel weniger Raketen bauen müssen und können sich auf den Start von Raketen konzentrieren. Sie wollen ihre Startfrequenz massiv steigern. Und sie steuern voll auf dieses Ziel zu. Ich finde es besonders interessant, dass sie auch Venus als mögliche Destination angeben. Denn Peter Beck ist selbst ein Fan unseres anderen Nachbarplaneten. Und ich kann ihn voll verstehen, denn auf der Venus-Oberfläche herrschen höllische Verhältnisse. Aber in den höheren Schichten der Atmosphäre, also auf rund 50 Kilometer Höhe, findet man Bedingungen wie auf der Erde vor. Ein bar Luftdruck und milde 20 bis 30 Grad Celsius. Dort könnte im Laufe der vergangenen Jahrmilliarden Leben entstanden sein. Forscher haben Zeichnungen in den Schwefelsäurewolken der Venus entdeckt, die sie sich nicht erklären können. Eine Vermutung ist, dass diese Zeichnung durch die Anwesenheit von Lebewesen erzeugt wird. Es könnten Mikroorganismen auf der Venus leben. Und wenn es so wäre, würde das bedeuten, dass es in unserem Universum nur so von Leben wimmeln muss. Bis vor kurzem dachte man noch, dass die Venus komplett unwirtlich für Leben ist. Aber es könnte schon sein, dass da was ist, das uns interessieren könnte.
Die Venus hat mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie genießt. Aber das könnte sich bald ändern. Ich schweife ab. Aber wenn ich schon abschweife, dann nutze ich das gleich. Ich freue mich sehr, wenn du mich in den sozialen Medien besuchst. Auf Instagram, Twitter und TikTok gebe ich euch kleine Häppchen Raumfahrt für unterwegs. Alle Links in der Beschreibung des Videos. Was ich damit sagen will, ist, dass Rocket Lab echt cool ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren vielen ambitionierten Zielen. Ihre nächste Mission ist Love at First Insight im September. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Die Übersetzung klingt etwas komisch, aber mit Insight könnte Einblick, Einsicht, Erkenntnis oder Verständnis gemeint sein. Was denkst du, dass sie hier meinen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Ich werde versuchen, den Start für euch zu streamen. Kommen wir ganz kurz zu Blue Origin. Dieser Schnappschuss von Trevor Malmann, der auf Ars Technica veröffentlicht wurde, geht gerade im Internet voll viral. In diesem Bild sehen wir Launch Complex 36 in Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Neben einigen Tanks und dem Startturm sehen wir diesen Edelstahlzylinder. Hierbei handelt es sich um Blue Origins Prototyp mit dem Codenamen Jarvis. Jarvis ist die Idee, einer vollständig wiederverwendbaren Oberstufe für New Glenn zu erschaffen. Ich bin ein großer Fan dieser Idee. Bislang war die Annahme, dass New Glenn, ähnlich wie die Falcon 9, nur eine wiederverwendbare erste Stufe haben wird. Blue Origin dürfte verstanden haben, dass New Glenn schon ausgedient hätte, bevor sie operativ ist. Denn sobald Starship in Betrieb geht, werden es alle anderen, die nicht vollständig wiederverwenden, schwer haben. Blue Origin hat auch eine Beschwerde bei der US-Telekommunikationsbehörde FCC gegen SpaceX's Starlink-Internet-Satellitennetzwerk eingelegt. Sie meinen, dass SpaceX's Antrag auf die Inbetriebnahme ihrer Starlink-Satelliten fehlerhaft und ungenügend sei und dieser Antrag daher von der FCC abgelehnt werden soll. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte, sonst rege ich mich nur wieder auf. Wer will, kann sich die Dokumente selbst durchlesen. Ihr findet die Links dazu in der Beschreibung des Videos. Genug von Blue Origin. Firefly Aerospace, ein kleines US-amerikanisches Startup, das in Austin, Texas, nicht weit von SpaceX's Boca Chica angesiedelt ist. Sie haben am 19. August dieses Video vom statischen Feuer ihrer Alpha-Rakete veröffentlicht. Ihr Startplatz ist in Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Die Triebwerke brannten planmäßig für 15 Sekunden. Ihrer ersten kommerziellen Mission steht damit nichts mehr im Wege. Der Start ist für den 3. September früh am Morgen geplant. Ich werde das leider nicht streamen können, da ich gerade nicht im Lande sein werde. Aber ich werde euch davon berichten. Wenn dir die heutige Ausgabe gefällt, dann lasst dem Video einen Daumen hoch da. So wird es mehr Raumfahrtfans angezeigt. Firefly hat eine turbulente Geschichte und ihr System ist nicht wiederverwendbar. Sie haben jedoch einige zahlende Kunden an Bord. Ich drücke die Daumen. Ich freue mich echt über jede Rakete, die fliegt. Versteht mich nicht falsch. Aber bei meiner Recherche zu Firefly ist mir das Wort Wiederverwendung gar nicht untergekommen. Sie haben aber bereits Aufträge der NASA an Land gezogen. Dabei soll ihre 29 Meter hohe Alpha-Rakete als Teil des Artemis-Programms Nutzlasten von bis zu einer Tonne in niedrige Erdumlaufbahnen bringen. Viel Glück, Firefly! Das deutsche Raketen-Startup ESA Aerospace hat in einer Finanzierungsrunde 75 Millionen US-Dollar eingesammelt. Davon waren 63,5 Millionen von der Porsche Automobil Holding SE. Das finde ich sehr interessant, wenn Automobilgiganten auf den Zug aufspringen. Mir zeigt es noch mehr, wie stark diese Branche in den kommenden Jahrzehnten boomen wird. Nach dieser Finanzierungsrunde haben sie insgesamt 180 Millionen US-Dollar eingesammelt. Sie planen den ersten Flug ihrer Spektrum im kommenden Jahr. Ich würde mich riesig freuen, eine Rakete aus der Nachbarschaft fliegen zu sehen. Spectrum ist nur etwa einen Meter kleiner als Fireflies Alpha, schafft aber ebenfalls eine Tonne in einen niedrigen Erdorbit. ESA Aerospace wirbt mit hoher Zuverlässigkeit und Qualität des Systems. Jedoch fehlt mir hier ebenfalls der Gedanke der Wiederverwendung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die Atlas V der United Launch Alliance, kurz ULA, hat ausgedient. Die Atlas V ist einer der verlässlichsten Raketen, aber sie wird alt und kann nicht mehr mithalten. Nicht zuletzt hängt es auch damit zusammen, dass die Atlas V die russischen RD-180 Triebwerke verwendet. Um weiterhin für die US-Behörden Nutzlasten transportieren zu dürfen, müssen sie auf US-Triebwerke umsteigen. Die Atlas V hat eine beinahe makellose Starthistorie, aber
Sie wird durch die Vulcan ersetzt werden. Diese wird die BE-4-Triebwerke von Blue Origin verwenden, wenn diese mal geliefert werden sollten. Aber darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Es sind noch 29 Starts der Atlas V geplant. 9 davon sind für Starliner reserviert. Also sehen wir in den nächsten Jahren das Ende von 2 ULA-Raketen. Denn auch die Delta IV Heavy hat nur noch eine Handvoll Starts vor sich. Und Ende des Jahrzehnts wird sich auch die Atlas V nach knapp 3 Jahrzehnten und über 100 erfolgreichen Starts verabschieden. Aber kein Grund traurig zu sein. Es kommen noch viel coolere Raketen auf uns zu. Die neue ULA-Rakete Vulcan wird alles können, was die Atlas V und die Delta IV Heavy gekonnt haben und noch können. Und bevor wir zu meinem Highlight der heutigen Ausgabe kommen, werfen wir einen schnellen Blick auf Relativity Space, die auch schon einiges vorzuweisen haben. Sie befinden sich gerade mitten in den Vorbereitungen für ihren ersten Start Anfang 2022. Relativity Space stellt ihre Rakete zur Gänze mit 3D-Druckern her. Das reduziert ihren Bedarf für Fertigungsmaschinen enorm. Sie haben bereits ihr 3D-gedrucktes Triebwerk ausgiebig getestet und arbeiten auf den ersten Flug hin. Terran 1 ist ein zweistufiges System. Die erste Stufe wird mit 9 und die zweite mit einem vakuumoptimierten Aeon-Triebwerk angetrieben. Sie soll 1250 Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit befördern können. Terran 1 ist noch nicht einmal in Betrieb, da hat Relativity schon die nächste Generation der Terran-Raketen vorgestellt, die Terran R. Diese soll ebenfalls vollständig mit 3D-Druckern hergestellt werden. Aber sie soll auch vollständig wiederverwendbar sein. Die erste Stufe wird mit 7 Aeon R-Triebwerken und die zweite mit einem vakuumoptimierten Aeon-Triebwerk wie die Terran 1 angetrieben. Sie bauen gerade mit Hochdruck an ihrem Startplatz Launch Complex 16 in Cape Canaveral. Sie sind das nächste US-Raketen-Startup, das den Markt ordentlich aufmischen wird. Sie haben vielversprechende Konzepte und setzen diese auch in die Tat um. Ich freue mich riesig, dass junge Leute ganz unkonventionelle Wege gehen. Viel Glück, Relativity Space! Und jetzt, meine Damen und Herren, ich darf euch mein Raumfahrt-Highlight dieses Jahres präsentieren. Astra hat bereits mehrere Testflüge mit ihrer Rocket 3 absolviert. Bislang haben sie noch keinen Orbit erreicht. Beim letzten Versuch Anfang März 2020 von ihrer Startrampe in Kodiak, Alaska, gab es ein Problem mit dem Treibstoffmischverhältnis. Für ihren nächsten Startversuch hatten sie sich NASA-Spaceflight.com ins Raumschiff geholt. Die Show war echt sehr gut produziert. Am 27. August wurden die Triebwerke das erste Mal gezündet. Die interne Steuersoftware hat den Start aber gleich abgebrochen. Die Probleme wurden über Nacht behoben und am 28. August zählte der Countdown herunter auf T-0. Als die Triebwerke zündeten, war ganz schnell klar, dass da etwas nicht stimmt. Die Rakete beginnt zu kippen, bevor die Flugsteuerung dagegen steuert, um ein Desaster zu verhindern. Das führt dazu, dass die Rakete, wie hier zu sehen, seitwärts fliegt, bevor sie leicht genug ist, dass sie beginnt aufzusteigen. Jetzt gut aufgepasst, denn es passieren gleich sehr viele Dinge hintereinander. Sobald die 5 Delphin-Triebwerke zünden, entsteht in der oberen Versorgungsleitung ein Riss und hier unten fliegt diese Abdeckung weg. Und hier beginnt schon das Schauspiel. Die Rakete beginnt zu kippen, weil, wie sich herausgestellt hat, ein Triebwerk ausgefallen war. Dadurch passieren zwei Dinge. Erstens sinkt das Schubgewichtsverhältnis von 1,25 auf mehr oder weniger 1. Das führt dazu, dass die Rakete nicht genügend Schub erzeugt, um senkrecht zu steigen. Und dadurch, dass auf der Seite, wo das Triebwerk fehlt, kein Schub erzeugt werden kann, entsteht diese Kippbewegung. Die Vermutung ist, dass bei dieser kleinen Explosion die untere Versorgungsleitung fehlerhaft war. Das führte zu diesem kleinen Flammenball und dazu, dass das Triebwerk darunter ausfiel. Da die clever geschriebene Flugsteuerung diese eigentlich desaströse Fehlfunktion ausgleichen konnte, war die Mission hier aber noch nicht zu Ende. Deswegen schwebte die Rakete erst einmal seitlich davon, bis sie genug Treibstoff verbrannt hatte, um sie in die Höhe steigen zu lassen. An dieser Stelle kurz angemerkt, dass sie eine Testnutzlast für die US Space Force an Bord hatten. Als die Rakete aus den Rauch- und Staubwolken auftauchte und mit dem Aufstieg beginnt, hören wir eine amüsierte Kommentatorin, die eine führende Ingenieurin bei Astra ist, die als nächstes Ziel Max-Q ansagt. Our next objective is Max-Q.
den Punkt, an dem die aerodynamischen Kräfte auf das Vehikel am größten sind. Durch ihre hohen Gravitationsverluste und der verringerten Leistung dauerte es etwas länger als geplant, Max-Q zu erreichen. Kurz nach Max-Q wurden die Triebwerke abgestellt und die Selbstzerstörung wurde aktiviert. Davon haben wir leider kein Bildmaterial bekommen, aber dafür durften wir danach einen Blick auf die Schneise werfen, die die Rakete mit der Seriennummer LV0006 hinterlassen hatte. Da braucht vorerst einmal niemand mehr Rasenmähen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurden die Triebwerke auf 36 Kilometer Höhe abgestellt. Die Rakete hatte aber noch genug Momentum und flog weiter auf rund 47 Kilometer, bevor sie zurückstürzte. Das ist zwar weit weg vom Weltraum, aber ich bin mir sicher, dass sie bald alles in den Griff bekommen werden und einen neuen Versuch starten. Immerhin sind sie seit dem 1. Juli dieses Jahres an der Börse notiert und haben eine Verantwortung ihren Shareholdern gegenüber. Nach dem Start fiel ihre Aktie um rund 25%. Aber das war absehbar. Es war schon Glück im Unglück. Wäre die Rakete in die andere Richtung geflogen, wäre sie an der Startvorrichtung zerschellt und vermutlich gleich in einem gigantischen Feuerball verschwunden. Das wäre ein größerer Rückschlag gewesen, wenn die Startrampe zerstört worden wäre. Danach gab es eine kurze Ansprache vom CEO Chris Kemp, der zuversichtlich schien, dass sie die Probleme identifizieren und beheben können. LV0007 lag bereits hinter ihm in der Werkshalle und wartet auf seinen Flug. Obwohl die Mission gescheitert ist, denke ich, dass es gleichzeitig einen Erfolg darstellt. Die Flugsteuerung hat sich als äußerst ausgereift bewiesen. Und die Rakete ist trotz eines fehlenden Triebwerks und einer Explosion geflogen. Das zeigt, dass sie eine stabile Rakete gebaut haben. Sie haben natürlich noch Verbesserungspotenzial, aber ich finde, dass das schon eine ordentliche Vorstellung war. Ich halte euch auf dem Laufenden, was den Fortschritt bei Astra angeht. Und jetzt zur Ankündigung. Am Donnerstag, dem 2. September um 20.30 Uhr, habe ich die Mars-Simulationsteilnehmerin Olivia Haider zu Gast. Wir werden über die kommende analoge Mars-Mission Amadeh-20 in der Negev-Wüste in Israel plaudern. Bei diesem Test werden mehrere Analog-Astronautinnen und Astronauten zahlreiche Experimente durchführen und den Aufenthalt auf dem Mars simulieren. Ihr werdet nicht glauben, wie viel Mars-Technologie aus Österreich kommt. Sei dabei und stell uns deine Fragen im Live-Chat. Link zum Stream in der Beschreibung. An dieser Stelle möchte ich mich gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ihr macht es möglich, dass ich immer besseren Content für euch produziere. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. Seit einigen Wochen kann man jede meiner Ausgaben in Form eines Artikels auf wada.at nachlesen. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den verschiedensten Themen, Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.